Hallo, mein Name ist Viktoria Eichinger und ich bin Landwirtin in Würmla. Gemeinsam mit meiner Familie bewirtschafte ich einen gemischten landwirtschaftlichen Betrieb. Das heißt, wir betreiben Ackerbau und haben auch Tiere. Ja, hallo Schweine. Bei unserem Hof werden Ferkel großgezogen, die auch bei unserem Hof gemästet werden und schlussendlich von einem regionalen Schlachthof vermarktet werden. Die Schweine bei unserem Hof leben in unterschiedlichen Stallungen, von klassisch konventionell über einen Außenklimastall bis hin zu einem Auslaufstall. Warum ist es so? Weil es ein über Generationen gewachsener Betrieb ist, der sich immer wieder verändert hat und an die Zeit angepasst hat. Und das macht er jetzt gerade. Er entwickelt sich mit mir in eine neue Richtung. Es ist noch nicht ganz sicher, in welche Richtung, weil das auch ganz stark von euch da draußen abhängig ist. Aber ich bin einfach motiviert und gespannt, wohin die Reise geht. Ich hätte mich vor 10 Jahren gefragt, ob ich Bäuerin werden will, hätte ich ganz sicher nein gesagt. Ich bin zwar am Hof aufgewachsen, aber Landwirtschaft hat mich wirklich überhaupt nicht interessiert und ich habe es ehrlicherweise sogar ziemlich uncool gefunden. Ich habe deswegen Marketing und Management studiert und dann auch eine Zeit lang in Wien gewohnt. Und spannenderweise genau in der Phase, wo ich weg war vom Bauernhof und ganz viele neue Eindrücke habe sammeln können, ist mir so richtig bewusst worden, wie uns Landwirtschaft ja tagtäglich und immer wieder betrifft, nämlich einfach über die Lebensmittelproduktion. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich selber nicht so ganz zufrieden bin mit den ein oder anderen Dingen, wie sie so passieren in der Landwirtschaft. Ja, aber dadurch, dass meine Eltern ja einen Betrieb haben, habe ich dann gemerkt, das ist eine wahnsinnige Möglichkeit und Chance, den zu übernehmen und dann dadurch aktiv und direkt einen Beitrag dazu zu leisten, wie in Zukunft unsere Lebensmittel produziert werden. Das Leben und Arbeiten auf dem Hof, das ist schon manchmal eine Herausforderung und lehrt einem vor allem viel Geduld, weil den Rhythmus halt nicht wir vorgeben, sondern die Natur, das heißt, was am Acker passiert oder auch mit den Tieren. Und Veränderungen halt nicht von heute auf morgen passieren, aber dennoch Stück für Stück. Und es ist einfach extrem motivierend, an so einer Entwicklung hautnah dabei zu sein. Heute ist wieder so ein Tag, wo die Schweine die Sonne so richtig genießen. Leider bedeutet das für sie erhöhtes Sonnenbrandrisiko. Ja, auch die Schweine können Sonnenbrand bekommen. Und sie cremen sich ja leider nicht gegenseitig mit Sonnencreme. Schon mal Schweine schnarchen gehört? Ja, Schweine schnarchen.